Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Dieses Video ist mal wieder so wie vor ein paar Wochen, wo das Göwald DLC rauskam. Gut, was heißt Wochen, das ist auch schon wieder, ich glaube, 2-3 Monate her. So ein, sag ich mal, Vorstellungsvideo mal kurz, wo man sich die Maschine mal anguckt, mal testet oder so, was die können. Ich habe mir mal kurz den Ebimer noch mit reingenommen, auch. Der steht hier noch. Um mal einfach mal kurz zu vergleichen mit dem neuen Reform. Da stehen noch ein paar Traktoren, um die Geräte da mitzunehmen, alles, dass es alles zack zack geht. Und da würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal kurz bei runterladbare Inhalte hin. Gehen wir auf das High End Forage Pack. Und dann kaufe ich als erstes mal den Reform hier. Den Metrak H75. Okay, sieht schon mal an sich ganz geil aus. Sieht halt so ähnlich aus wie der Ebi, muss man so sagen. Also, Reifen hat er entweder Mitas oder BKT. Okay, nehmen wir doch mal die. GPS ist der Mod. Und Farbwahl hat er halt. Alles Mögliche. Ja. Genau. Tun wir den für 103.000 Euro kaufen. Leistung und alles kennen wir ja schon. Und dann können wir den gleich miteinander kurz im Optischen und so vergleichen. Sonst gehe ich jetzt von vorne. Nee, ich nehme erstmal die Rektoren durch. Die Geräte. Da hätten wir als nächstes wieder von Reform. Den Mounty 110V. Okay. Ich finde auch die Aufnahmen vorne sehen echt geil aus irgendwie. Interessant. Ah, da Scheibenwischwasser. Auch ganz wichtig. Eine große Kabine, aber viel Platz. So, was haben wir hier? Zwillingsbereifung. Aha. Mitas, Friedstein. Okay. Ja, nehmen wir auch wieder Standard, alles. Sonst können wir nichts umbauen. Gut, dann nennt man den Reform Bulli T8X. Das ist dieser Plattformwagen, sag ich mal. Der hat ein paar mehr Konfigurationsmöglichkeiten. So, Zwillingsbereifung hinten, okay. Ah, das sind eher so Straßenreifen. Also mehr kann er nicht. Ja, dann nehmen wir doch mal so die besondere Beziehungsbereifung hin. Dachdesign. Das sieht ja auch ganz schick aus. Ja, doch. Rundumleuchte. Ah, ui. Ganzer Balken dann, okay. Frontanbau. Drei Punkte oder. Also kann man auch wegmachen komplett. Wieso gehen die Blinker da weg? Egal, bauen wir Frontan dringend dran. Hauptfarbe geht alles. Nehmen wir doch mal schwarz. Gut. Wunderbar. Und dann haben wir noch den Rigidrag SKH60. Was kann der? Zwillingsbereifung oder nichts. Und dann nehmen wir mal die Zwillingsbereifung, würde ich sagen. Wunderbar. Gut. Dann kaufen wir doch mal die Geräte von vorn her. Gut, da haben wir kleinen Schwader. So ein kleines Gerät halt, ein Kreiselschwader. Die Plattform kaufen wir dann, also ja doch, komm. Kaufen wir hier die Plattform. Kipper und Schutzgitter? Oder gar nichts? Achso, Schutzgitter, okay. Ah. Ja gut, das ist klar, dann kann man dann Spannkurte und Kram. Kaufen wir so wie es ist. Hauptfarbe. Geht wie immer alles. Das ist schon mal gut, wenn man komplette Farbkonfiguration komplett machen kann. So, dann haben wir hier von Sepp Knüsel den Tornado. Jo, sieht halt normal aus. Kann noch Beleuchtung dran haben. Okay. Dann haben wir hier von Krone EasyCard F320. Da kann man gar nichts konfigurieren. Alles klar schon. Aber nochmal von Sepp Knüsel den 306 Plus. Ah, das ist der, wo ich vermute, dass er irgendwie so ein bisschen. Also irgendwas kann er da, oder? Ja, sehen wir gleich, was er kann. Ob er was kann, oder nicht. So, dann haben wir hier einen Zetter von Krone. Dann haben wir hier den Brielmeier. So, was mir. Ui. Ja, das hätten wir vielleicht mal vorher als Info geben sollen. Dass es auch eine Schwartfunktion gibt. Ah.
Das ist ja interessant. Was? Hab ich den jetzt gekauft? Nee, weil ich nicht mehr Platz habe. Gut, dann müssen wir erstmal damit klarkommen. Okay, ihr beide. Direkter Vergleich. Ja. Wie bei den meisten Traktoren, wenn man sie direkt voneinander vergleicht. Ziemlich viele Ähnlichkeiten. Nur, dass der mehr Leistung hat als der und der teurer ist als der. Okay. Dann nehme ich hier mal kurz den Ebi. Und nehme einfach mal so einen Schwader oder Ding mit. Beziehungsweise, was sagt die Leistung? Geht das oder? Zeta meine ich. 65 PS, ja. Seit 100 irgendwas. Das geht klar. Dann kann der schon mal los. Einmal zum Hof. Oh, ja. Wunderbar. Oh, interessanter Sound, okay. Scheiß GPS. Nee, Cosplay. So, was kann der jetzt? Ah. Der kann das Ding hier links und rechts bewegen. Das ist interessant. Das ist natürlich eine Funktion, was der Ebi nicht hat. Das ist schon mal nicht schlecht. Gut, Allradlenkung. Wahrscheinlich Vorderradlenkung. Vorderrad, Hinterradlenkung. Oh, Hinterradlenkung sogar. Nur Hundegang. Das bekannte Programm halt. Alles klar. Dann nehmen wir doch da mal ein Mähwerk mit. Was so passt. Nehmen wir mal das normale Knüsel da hinten. Was ist von der Leistung her, oder? Weiß man nicht. 52 PS, ja doch. Ja, 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 das reicht. Das passt. Warte mal. Warte mal, was? Das hat selber auch noch mal. Das ist natürlich praktisch. Ah, das sind diese Seitenversatzdinger. 60 kann jetzt die Kombination. Links. Ich kipp doch eher, okay. Ah. Der beschiebt das nicht gerade, sondern der kippt. Okay, okay, okay. Das hört sich doch mal interessant an. Gut, dann haben wir den nächsten hier. Den nächsten Reform. Oh. Der kann dasselbe wieder. Okay. Wieder diesen Schwanker nach links und rechts. Allradlenkung. Vorderrad, Hinterrad. Das bekannte Programm. Für dich nehmen wir das große Grunemäherwerk, was auch den Versatz hat. Okay. Leistung passt, hoffe ich. 65. 109, ja. Perfekt. Gut, dann fahr auch du mal bitte zum Hof. Danke. So, jetzt haben wir diesen wunderbaren speziellen Traktor hier. Oh ja. Oh ja, okay. Hat viele moderne Technik drin. Ach, warte mal, das Handschalter. Oh. Warum? Auf verschiedene Lenkmodi. Oh, Allrad. Vorderrad, Hundegang. Okay. Und Beifahrer, logischerweise auch. Großen Blitzer und so. Ganz viele Blinklichter da vorne. Alles klar. Eine Plattform hat man noch.
Für den noch einen Ladewagen, genau. Ist die Limited Tank? Oh, okay. Ich baue ihn mal dran, aber befülle den jetzt nicht. Jeder weiß ja eigentlich, was ein Limited Tank macht, oder? Ja. So. Mein Gott. Handschalter. Das Gerät ist so modern, dann ist ein Handschalter. Warum? Das ist schon was sehr Interessantes. So, jetzt testen wir das Gerät kurz. Okay, Füllgrenze einstellen halt. So, der kann jeweils links, rechts und so abkippen. Ich möchte nur ganz kurz testen, wie das aussieht, wenn er so eine Seite gibt. Und andere ist dann halt logischerweise Plattform mit Spanngurten und so wahrscheinlich. So, wenn ich das abkippe. Dann kippt das so schön. Ah ja. Ja, interessant. Ja. Gut, dann nehmen wir den Ladewagen. Und nehmen den mit. Beziehungsweise schicken den zum Hof. Bremse ist direkt. Okay. So, gut. Ja, und den testen wir dann auch gleich schön. Beziehungsweise nächste Folge dann. Warte mal hier, kommt der hier hoch? Also, findet er den Weg? Perfekt. So, und jetzt haben wir hier noch diesen wunderbaren Rigi-Track. Kann der noch irgendwas? Selbes Prinzip wie die anderen auch. Links, rechts. Ich glaube, der fährt wirklich nur lang, links, rechts, nicht kippen und so. Glaube ich. Und auch wieder Allradlenkung, Vorderrad, Hinterrad. Genau. Wunderbar. Dann kriegt der noch das andere Mähwerk da dran. Beziehungsweise, da kann der gleich noch den Schwader mitnehmen. Können da hinten auch noch was dran hängen. Ich kann jetzt aber keinen Versatz ziehen. Okay. Das heißt so und so plus, aber kann nix. Okay, ja, das sehen wir dann gleich noch. Aber anscheinend... Das trägt ich verlautert die Kupplung, oder was? Aha. Ich fahr mal hier hoch, genau. So, perfekt. Sind die schon mal unterwegs. Jetzt geht's um dieses Gerät nochmal. So, da war mal stehen geblieben. Als Schwader nochmal. Aha. Dann haben wir hier nochmal einen Schwader. Das haben wir schon. Den großen Ladewagen. So, was kann der? Das Pickup? Was? So sollte man dem keine Pickup geben. Was zur? Ach so, dass man den nur als Ding nimmt, einfach. Als, Häckselgutwagen. Okay, okay, okay. So, Reifen, Trelleborg, Michelin. BKT, Fredestein. Badreifen. Ja, das bekannte Programm wie immer halt. Ja, nehmen wir mal das. Werbetafel, wo? Ah, okay. Ja, doch, lassen wir mal dran. Abdeckung? Immer doch. Zylindermitteltank? Ah, warte mal. Ach, da vorne das Gerät. Ja, gut. Wunderbar. Dann haben wir hier nochmal ein Mähwerk. Und ein großes Schwader.
So, Friedstein, BKT. Ja. Reserverad? Ach, da, so ein kleines Reserverad. Auch schön. Schwarttuch. Wenn ich wüsste, was das bringt. Aber das mal dran. Multitask. Was zu? Hä? Unterschied? Weißt du was, ich kaufe einmal so und einmal so. Und dann sehe ich ja was. Wie wo? War das alles jetzt? Flauder. Nee, um Gottes Willen. Großer Bunch war da noch. Scheißegal. Gut, das haben wir alles. So, jetzt will ich aber nochmal kurz die Geräte so mal kurz vergleichen. Ja gut, Mähtechnik, das. Sie haben halt den Versatz, das ist halt schon. Dann haben sie schon ihre Daseinsberechtigung, sag ich mal. Der Zeta jetzt, ja. Er ist halt kleiner als die Dinger, ne? War ja auch gut. Schwader ist halt so ein Kreiselding. Ja, der ist schon okay. Wenn man halt so einen Kreiselschwader braucht. Ladewagen würde mich aber vor allem interessieren gerade mal. Ach, Lindner Unitruck. Stimmt, kann man auch kurz vergleichen. Okay, der kann mehr laden. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, wo haben wir denn da? 47 Kubikmeter? Guck mal, wenn man der zwischendrin eingereiht hier. Oh gut, okay. Pika kostet schon mal 15.000, dann kostet er 101.000. Okay. Aber selbst dann ist er immer noch günstiger als der Glas hier. Beziehungsweise kostet 1.000 mehr als der. Und kann halt schon einiges mehr laden. Als der jetzt zum Beispiel. Der hier kann ja 44 Kubikmeter, das ist in Ordnung, aber der. Also preislich ist der echt. Gutes Angebot. Und auch der hier ist kleiner. Nur der ist dann größer. Und der hier halt. Aber preislich, das ist schon echt ein gutes Ding. Muss man schon sagen. 47 Kubikmeter? Ja. Nicht schlecht. Hier mal kurz gucken. Gut, Bandschwader sind doch immer so die Sache. Extrem teuer. Aber 110.000, 3,5 Meter. 125.000, 9 Meter. Wir sehen mal gleich, was der noch mehr kann. Naja. Dann gucken wir doch mal. Gott, so viel Geräte. So viele Traktoren habe ich doch gar nicht. So, du Regidrack. Nehme schon einen Schwader hier. Und das ist jetzt ein Regidrack, der damals bei der Alpine DLC damals dabei war. Den es halt als Mod gibt. Ja, der kann einfach nur einen Schwader einschalten. Alles klar. Vielleicht fährt er ja noch los. Jetzt haben wir einen Kubota aus dem Kubota DLC. Was hast du für Leistung? 180 PS. 160 Power. Perfekt. Ist der jetzt für vorne oder für hinten? Ja, schon näher für vorne, ja doch. Passt das für ein Gewicht? Ja, doch. Sehr gut. So, was kann der? Heben, was? Achso, okay. Zuklemmen, bitte. Alles Weitere sehen wir dann. Mit Arbeitsmodus und so. Gewicht geht auch noch, okay.
Ne, der will immer noch nicht fahren. Okay. So, JCB. So, das ist, Traktor, okay. Ja, das hinten schon wieder aufklappen. Oder anschalten, okay. Ey, ich stelle die jetzt gerade mal kurz hier raus, ne? Ich fahre die dann. Oh, schöne Kabel da hinten dran. Sehr schön. Wie viele Traktoren haben wir denn jetzt hier noch? Klar, es geht den Ladewagen. Das ist ja klar. Kann der noch irgendwas? Oh, ja. Also, der kann die Klappe vorne. Geht aber auch nur mit dem Maus anscheinend. Theoretisch die Klappe vorne runter machen. Und die Höhe verstellen. Ist klar. Genau. Das, ja. Das passt perfekt zu dem, der Ladewagen. Gut, dann haben wir nur noch den Case jetzt. Der Autonomus. Dann brauche ich gleich noch einen Traktor. Für den anderen Schwader und den anderen mal zu testen und gucken, was der Unterschied ist. Zu dem anderen hier. Also was der Unterschied ist, ob die Räder dran sind oder nicht. Ob es da Unterschiede gibt. Dafür brauche ich aber gerade noch einen Traktor. Bitte. In so ein mittelgroßes Ding, was weiß ich nicht, hier so ein Deutz. Ja, die Leistung sieht gut aus. Ist gekauft. Wow. So. Kann der den noch mitnehmen? Dann gucken wir jetzt gerade noch, was die beiden Meh-Schwartdinger da. Und dann sehen wir weiter. Beziehungsweise bringe ich die ganze Maschine in den Hof und so. Bau die mal auf. Hoppala. Und sehen wir dann, wie die genau funktionieren. Ja, ist schon mal gut an. Gerät heben. Arbeitsmodus? Ach, linke Seite, rechte Seite. Okay. Fahrmodus? Was zur? Was? Ah. Okay. Es hat schon was. Muss ich schon sagen. Sieht ja verdammt geil aus. So, geht er da drauf? Die Klappen runter mach vielleicht. Ah ja, okay, sehr gut. Jetzt geht er drauf. So. Geht es bei dem auch so alles? Also, warte mal. Ey, klar geht es auch. Kann man den nicht mit zusammenklappen oder so? Gar nichts, irgendwie. Gerät heben, wow, aber. Auch nur, wenn das Ding ausgeklappt ist, aber. Okay. Warte. Ich habe gar nicht gesehen, dass das Ding so weit drüben ist. Der Mierbalken. Wie soll man das denn transportieren? Müssen wir jemand sagen? Na? Haben wir gleich. Es wird lebt auch nichts beim Transport. Nein, beim Zusammenklappen schon. Ja, ist okay. Solange der gerade drauf bleibt, sage ich nichts. Gut, dann würde ich aber sagen,
haben wir mal so grob gesehen, was die Maschinen so für Besonderheiten haben. Ich gucke jetzt, dass ich das alles zum Feld fahre, zum Hof fahre und so hin, wo es hin soll. Und dann sehen wir in der nächsten Folge, was die Dinger so genau alles können. Das mal dann mal da. Gut, alles klar, dann würde ich sagen. Danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und ihr nichts verpassen wollt weiteres. Zum nächsten Video. Also, tschüss.